Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich, Christian, geht's an? Ja. Umstellen? So? Besser? Jetzt bist du perfekt. Ja, wenn nicht, tun wir das weg, machen wir so. Ich darf Sie sehr herzlich auf dem Areal der künftigen Baustelle hier in Straßburg begrüßen. Nach Abschluss des vorläufig letzten Bauabschnittes der betreuten Wohnungen im Anschluss an das alten Wohn- und Pflegeheim haben wir jetzt vor, sozusagen für die umgekehrte Bevölkerungsgruppe zu bauen, nämlich für die jungen Wohnungssuchenden. Wir werden hier ein Startwohnungsprojekt in Angriff nehmen, ein Modell, das von Landeshauptmann Nissl im Frühjahr des Vorjahres gemeinsam mit uns ins Leben gerufen wurde und wo wir mittlerweile vor allem im Nordburgenland einige Bauvorhaben bereits fertiggestellt haben. Es geht hier darum, Kleinwohnungen für junge Menschen zu schaffen, Wohnungen, die im Schnitt knapp 55 Quadratmeter groß sein werden und in der Monatsbelastung knapp über 5 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebskosten und ohne Mehrwertsteuer ausmachen sollen und das bei Möblierung inklusive der Kücheneinrichtung. Ein Wohnmodell, das sehr großen Anklang gefunden hat und wo wir auch denken, dass wir in Straßburg entsprechende Nachfrage finden werden. Ich bedanke mich bei denen, die dazu beigetragen haben, dass wir hier auf diesem Areal dieses Bauvorhaben starten können. Und das ist an vorderster Stelle der Initiator des Gesamtprojektes hier und derjenige, der uns mit unserer Wohnbautätigkeit vor knapp 8 Jahren in die Gemeinde gebracht hat, Bürgermeister außer Dienst, Altbürgermeister, der wird bei dem Jugendlichen aussehen, wie ich nicht sagen, Bürgermeister außer Dienst, Klubobmann Christian Illetitsch, ein herzliches Dankeschön, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, ziemlich genau vor 8 Jahren den ersten Bauabschnitt zu starten, dass wir in der Zwischenzeit gemeinsam mit dir und dann mit deinem Nachfolger 37 Wohnungen und 3 Reihenhäuser bauen durften, dieses wunderschön gelungene Altenwohn- und Pflegeheim und das ebenfalls sehr gelungene und derzeit von einer erfolgreichen Mannschaft bespielte Sportzentrum. Christian, ein herzliches Dankeschön und herzlich willkommen. Danke sehr. Die unmittelbare Initiative für dieses Bauvorhaben stammt vom Bürgermeister Rudi Ilanschitz. Ich darf mich bei dir für dein Drängen bedanken. Es ist tatsächlich so, dass es in unserer Agenda nicht unmittelbar in der Umsetzung gestanden ist, aber mit dem Drängen deiner Jugend hast du mich überzeugt, dass wir jetzt Straßburg vorziehen und wir werden jetzt zügig in die Umsetzung gehen. Die Baufirma startet in den Startlöchern. Ich darf mich bei dir, wie schon beim Projekt des betreuten Wohnens, zweiter Bauteil, für die Initiative und die Mitarbeit sehr herzlich bedanken und auch bereits im Voraus für das Zusammenwirken bei diesem Bauabschnitt. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Bürgermeister Rudi Ilanschitz. Danke sehr. Ja, und die Zusammenarbeit insgesamt ist in der Gemeinde von Anfang an eine einhellige gewesen und daher darf ich mich stellvertretend für die gesamte Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und Gemeinderat bei Frau Vizebürgermeisterin Renate Tomasovic stellvertretend für alle Gemeinderäte sehr herzlich bedanken. Und ein besonderer Dank gilt auch dem, der versteckt sich da hinten, auch dem Initiator heute der Verköstigung und der Gestaltung des ganzen Umfeldes, dem Leiter der Gemeindeverwaltung, mit dem ich sehr eng zusammenarbeiten darf. Das ist eine Zusammenarbeit, die eine sehr angenehme und in Wirklichkeit schon freundschaftliche geworden ist und die über das Zusammenarbeiten in der Gemeinde hinausgeht, weil wir beide bekennende Fußballer sind, eher mehr als ich, bin schon eher eingehend, er ist jetzt ein erfolgreicher auf einem anderen Niveau. Als ich es je war, Ernst Wild, herzliches Dankeschön und herzlich willkommen. Die OSG plant ihre Projekte und führt sie so aus, dass sie dem Vertrag, den wir
vor etwas oder ziemlich genau einem Jahr unterschrieben haben, beim Landeshauptmann unterschrieben haben, entspricht. Wir unterschreiben Verträge nicht nur, wir halten sie auch. Wir halten uns an den Vertrag Burgenland. Wir beauftragen burgenländische Unternehmungen und beginnen von der Planung mit der Architekt Haschner in Oberbullendorf und von Baumeistern bis zum Gärtner sind es burgenländische Unternehmungen, die hier tätig werden. Bei diesem Bauvorhaben, das wir jetzt unmittelbar in den nächsten Tagen beginnen werden, werden wir 650.000 Euro umsetzen. Dieses Geld bleibt, Herr Grubobmann, im Burgenland. Damit wird die regionale Wirtschaft gestärkt, damit werden burgenländische Arbeitsplätze gesichert. Wir halten uns an den Vertrag Burgenland, wir unterschreiben nicht nur, wir setzen auch um. Die Baufirma wird die Firma Terra Gastag sein, die hier bereits sehr aktiv war, und es werden weitere 15 Unternehmen aus der Region und aus dem Land Burgenland sein, die hier tätig werden. Stellvertretend für die beiden genannten Firmen darf ich sehr herzlich begrüßen, verbunden mit dem Dank für die lange Zusammenarbeit, Architekt Taschner, Architekt Reinhard Taschner und Direktor Gerhard Bleu von der Terra Gastag. Herzlich willkommen und danke sehr. Ja, und bedanke mich bereits im Voraus für die Interessenten oder für das Interesse bei den Interessenten für diese Wohnungen. Wir können nur dann bauen, wenn es Interesse gibt. Wir haben mittlerweile als OSG knapp 13.000 Wohnungen errichtet und wir dürfen schon mit einigem Stolz sagen und auch an die Adresse des Landesvertreters gerichtet, wir haben derzeit eine Leerstellungsquote, die bei knapp 0,2-0,3% liegt. Wir sehen also, dass wir hier richtig liegen. In Straßburg haben wir voll ins Schwarze getroffen, in einer roten Gemeinde. Hier gibt es praktisch nie eine Leerstellung. Und auch das zeigt, dass es neben dem Bau von Einfamilienhäusern sehr, sehr wichtig ist, in Zeiten wie diesen Wohnungen und Reihenhäuser zur Verfügung zu stehen. Ja, in diesem Sinne dürfen wir uns und den neuen Aufsichtsrat der OSG, den Bürgermeister der Nachbargemeinde Schattendorf, Hans Lotter, und den künftigen Bauleiter, auch aus der Nachbargemeinde aus Baumgarten, Hans-Jörg Hombauer, dürfen wir uns bedanken und dem Bauverlauf einen guten Erfolg wünschen. Wir werden im nächsten Jahr, Ende November, Anfang Dezember, diese Wohnungen an die 6 jungen Personen oder Familienpartner aus Straßburg übergeben. Wir freuen uns, dass wir Partner der Gemeinde Straßburg sein dürfen und ich darf dem Bau einen weiteren guten Verlauf, einen unfallfreien Verlauf, ein Glück aufwünschen. Danke sehr. Ja, sehr geehrter Herr Grubobmann, der Direktor Koller an der Spitze des OSG-Teams, den bauausführenden Firmen, Frau Vizebürgermeister an der Spitze der anwesenden Gemeindevertreter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich freue mich und es kann einen Bürgermeister nur freuen, wenn man zu einem Spatenstich hier zusammenkommt. Mein Vorgänger hat immer das Zitat geprägt, solange ein Kran irgendwo steht, sagt, dass es passiert was in der Gemeinde. In der Gemeinde Straßburg hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan und es geht daher jetzt auch positiv weiter. Ein schönes Wort, das gefällt mir wirklich gut, Gewinnergemeinde. Das kann ich in dem Zusammenhang immer wieder von mir geben. Die Gemeinde Straßburg ist eine Gewinnergemeinde, was das Bevölkerungswachstum angeht. Das war nicht immer so, aber es konnte mit dem Partner, mit der OSG, durch den kommunalen Wohnbau angekurbelt werden, dass wieder junge Familien in Straßburg bauen. Wir haben Bauplätze geschaffen, wir haben Wohnungen geschaffen. Es war nicht mehr nötig, dass man wegzieht, dass man vielleicht nach Wien geht, nach Eisenstadt geht oder sonstiges. Man konnte hier in seiner Heimatgemeinde auch sozusagen ein neues Wohnen erleben, nämlich auch mit Wohnungen und nicht mehr den klassischen Hausbau. Ist in der heutigen Zeit ja auch nicht mehr so einfach. Und wir haben fürs betreute Wohnen, für die ältere Generation sehr, sehr viel gemacht und hinter Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen wir auch einen großen Meilenstein in der Gemeinde für die Daseinsvorsorge. Neben dem Pflegekompetenzzentrum vor allem die 8 betreuten Wohneinheiten der Gemeinde Straßburg. Und eines hat noch gefehlt, nämlich die Stadtwohnungen. Und ich begrüße diese Initiative des leistbaren Wohnens für junge Menschen. Und aufgrund dieses Bevölkerungswachstums, aufgrund der Tatsache, dass die OSG in Straßburg selten leerstehende Wohnungen hat, bin ich auch ganz optimistisch,
dass jetzt mit dem offiziellen Spatenstich es auch losgeht, dass wirklich verbindliche Interessenten kommen, unterschreiben werden und dass wir dann in einem Jahr quasi eröffnen können und den ja, glücklichen Mietern dann auch die Schlüssel überreichen dürfen. Ich freue mich, mit diesem Projekt, aber auch in Zukunft mit der OSG weiter hier in Straßburg arbeiten zu dürfen. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Ich durfte auch die beauftragte Firma, die ausführende Firma Terragastag in Zusammenhang mit einem anderen kommunalen Bau kennenlernen. Wir haben am 30. August ein Riesenprojekt für die Gemeinde, nämlich den Kindergarten, Kinderkrippenzubau und die Kindergartensanierung quasi eröffnet. Auch hier war die Terragastag ein toller Partner. Dieses Bau aufs Burgenland hat sich hier gezeigt. Es hat sich gezeigt, dass es richtig ist, dass die kommunalen Institutionen hier auf österreichische Firmen setzen, vor allem Firmen, die bei den Mitarbeitern alles richtig machen. Und die Qualität hat gestimmt, daher bin ich da bester Dinge, dass auch die Bauqualität hier für diese Starterwohnungen stimmen wird. Auch von meiner Seite daher den bauausführenden Firmen, den Arbeitern, ein Glück auf, friktionsfreie Bautätigkeit, es soll nichts schief gehen, soll sich keiner verletzen. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön. Darf ich Herrn Gruppermann um seine Grüße bitten? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die schon namentlich begrüßt worden sind, ich bedanke mich für die Einladung, heute hier sein zu dürfen und bei diesem Spatenstich doch symbolisch etwas auszudrücken. Und wenn Dr. Koller vieles schon gesagt hat, dann möchte ich einiges nur noch ergänzen. Zum einen, verlässliche Partner. Das Burgenland ist deshalb zu einem Bundesland, das in vielen Bereichen auf der Überholspur ist, vielen anderen Bundesländern um Nasenlängen voran ist, dort gelandet, wo es jetzt steht, weil es ihm einen Schulterschluss gegeben hat in den letzten Jahrzehnten zwischen Partnern. Zum einen sind die Partner die Bürger des Landes. Zum anderen ist der Partner, der Richtlinien schafft, die Politik. Zum anderen sind es Firmen, sind es Einrichtungen wie die OSG, wie die Terragastag, die umsetzen. Die aber auch das tun, was die Menschen von uns erwarten. Nämlich das einzuhalten, was man verspricht. Und deshalb stehen wir hier und können stolz hören, dass es ein Projekt ist, das bedarfsorientiert. Die Politik reagiert auf Bedürfnisse der Menschen. Sie hört, was die Menschen wollen. Deshalb wohnen sie auch hier, deshalb bleiben sie auch hier, weil man richtige Rahmenbedingungen zur richtigen Zeit in die Laufbahn, aber auch in die Umsetzung gebracht hat. Zum Zweiten gibt es Partner in der Landespolitik, die den größeren Rahmen schaffen, nämlich mit der Wohnbauförderung. Und wir haben es in Zeiten, wo das Geld knapper wird, wieder geschafft, im Landesbudget 122 Millionen Euro für die Wohnbauförderung festzuschreiben und auch zu beschließen. Und wenn Dr. Koller gesagt hat, 13.000 Wohnungen in 13 Jahren, dann ist es eine imposante Zahl. Seit dem Jahr 2010 wurden 13.000 Wohneinheiten im Burgenland mit Unterstützung der burgenländischen Wohnbauförderung geschaffen und gebaut. Also Heimat für viele Menschen im Burgenland. Und jetzt dieser Schulterschluss, Vertragstreue, Bau auf Burgenland, burgenländisch bauen. In Zeiten wie diesen, wo wir von Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen sprechen, leider auch steigende Zahlen bei uns zu vermerken, obwohl wir im Bezirk Mattersburg mit knapp 7% noch immer unter dem Österreich-Schnitt liegen. Die Jugendarbeitslosigkeit, auch ein guter Wert im Bezirk Mattersburg im Burgenland. Wir sind hier auch Europameister mit rund 5% Jugendarbeitslosigkeit, aber trotzdem ist hier doch mit wachsamem Auge die Situation zu betrachten und auch darauf zu reagieren. Projekte wie dieses als Beispiel für viele andere im Burgenland
können der Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Und sie tun das. Weil diese Betriebe allesamt, die hier vor Ort sind und viele andere, burgenländische Betriebe in erster Linie, nämlich das tun, was die Politik, was die Menschen von ihnen erwarten. Sie bilden Lehrlinge aus, sie beschäftigen in hohem Ausmaße Menschen, die im Burgenland wohnen, und sie beschäftigen auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und somit bleibt die Wertschöpfung im Lande. Das heißt, Geld und Arbeit im Land. Das ist wichtig für die Menschen. Weil dann hat man Verständnis für Steuergeld dort einzusetzen, wo es schlussendlich auch in einen wirtschaftlichen Kreislauf kommt und wieder bei den Menschen am Ende landet. Und deshalb ein großes Dankeschön für diese Verlässlichkeit und für diese Vertragstreue. Nur das, glaube ich, ist der Weg, der uns gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft führen wird können. Wir befinden uns in einer sehr guten Position. Wir dürfen uns aber nicht zurücklehnen. Und wenn wir gemeinsam die Kräfte bündeln, einen Schulterschluss machen, so wie wir hier das symbolisch auch beim Spatenstich dann tun werden, dann werden wir auch in Zukunft bei solchen Projekten stehen können und einen Spatenstich und, wie ich annehme, im Mai eine Gleichenfeier durchführen können und dann im Herbst dann die Eröffnung sicher hoffentlich mit einem Full House dann auch durchführen werden können. Dr. Kollers hat vorher in der Fußballersprache gesprochen, er war ja Tormann. Dort, wo wir jetzt stehen, das war der 16er Friede so ungefähr. Also du bist so vor deinem Tor gestanden und hast das erwartet, was alle von dir, von euch, von uns erwarten, nämlich den Zug aufs Tor. Man muss immer schauen, dass man den Zug aufs Tor hat, dann kann man auch einnetzen und realisieren. Das macht die Gemeinde und deshalb gratuliere ich dir, lieber Rudi Ivanschitz, als Bürgermeister unserer Heimatgemeinde mit deinen verantwortungsvollen, auch hier anwesenden Kommunalpolitikerinnen, Kollegen, weil Politik mit Augenmaß, aber Politik für die Zukunft gemacht wird. Und solche Projekte für die Jugend, für junge Menschen sind immens wichtig. Ich brauche das nicht wiederholen, was schon gesagt wurde, aber ich freue mich schon, wenn wir die 50. Wohneinheit dann hier irgendwo eröffnen und übergeben können. Und das, glaube ich, ist nicht in allzu weiter Ferne. Und der Schulterschluss mit der Exekutive, der ist auch gelungen, weil sie sind jetzt in Sicherheit und lassen uns in Sicherheit allein anscheinend. Weil das ist genauso wichtig, auch dieser Schulterschluss, dass wir nämlich hier dann in Zukunft den jungen Menschen eine Heimat, einen Platz zum Wohnen mit höchster Lebensqualität, und da haben wir schon behaupten, dass Straßburg diese hohe Lebensqualität hat, speziell auch so wie es immer geplant war und bis jetzt schon langsam in die finale Umsetzung geht, in dieser wirklich Wohngegend mit sehr hoher Lebensqualität, außer am Fußballplatz wird sich hier nicht viel außer Kinderlärm vielleicht entwickeln, und das ist ja etwas sehr Angenehmes, und somit können die Sportler, aber auch die ältere Generation gemeinsam dann mit der Jugend hier in einer Gegend mit hoher Lebensqualität und mitten in der intakten Natur auch sich wohlfühlen. Und somit ist Straßburg natürlich auch eine Wohlfühlgemeinde, wie viele andere auch, weil natürlich unser Freund Kollege Lotter auch bei uns ist, möchte ich natürlich auch die ebenfalls sehr aufstrebende und blühende Gemeinde Schattendorf nicht unerwähnt lassen, weil sie auch zu sehr wichtigen Gemeinden in unserem Heimatland Burgenland, aber auch im Bezirk Mattersburg natürlich zählt. Ja, mein Dank an alle, die hier sich jetzt schon engagiert haben, die sich auch in Zukunft einbringen werden, nämlich jetzt sind die bauausführenden Firmen, der Architekt hat sicher schon alles fertig geplant, er hat da schon ein Projekt in Straßburg schon umgesetzt, der Bauhof ist ja
mit dir umgesetzt worden, lieber Reinhard, und die bauausführende Firma ist eine mehr als bekannte und renommierte und sehr mit Qualität behaftete Firma, und deshalb denke ich, wird einem reibungslosen Verlauf und hoffentlich auch einem unfallfreien Bauverlauf nichts entgegenstehen. Nochmals ein herzliches Dankeschön allen, die hier anwesend sind. Ich wünsche dir, lieber Frede, aber auch den bauausführenden Firmen, dir, lieber Rudi, stellvertretend natürlich für deine Bürgerinnen und Bürger, alles Gute weiterhin diese Initiative und diese kraftvolle Anstrengung für die Menschen in unserer Heimat. Ein herzliches Glück auch. Ja, danke, Herr Klubobmann. Ja, Spatenstich heißt, es muss jetzt was passieren. Daher würde ich mal sagen, bocken wir's. Und im Anschluss daran gehen wir dann Richtung Kantine, wo, genau, Weißwurst-Party, wo der Sportverein unter der Führung von Ernstl eine kleine Jause gerichtet hat. Nach dem Motto, letzter Tag im Oktober, Oktoberfest, also Würstel und Bier. In dem Sinne, gehen wir's an, Spatenstich, und dann bitte Einladung der OSG und der Firma Terragastag zu einer Oktoberjause. Danke sehr noch einmal und auf ein Glück aus. Nachher treffen wir uns in der Kantine, aber gut, Bier und ein Würstel. Danke. Super. Jetzt müsst ihr schon ein bisschen Übung haben. So schaut's aus. Passt? Ah, oh, nein. Ui, wo bin ich noch gelandet? Der Wurzel. Thomas? Ja, ich habe noch einmal. Ich ziehe dir gerne einmal. Alle gut, links und rechts. So, genau. Eins, zwei, drei. Das war super. So.